willkommen bei Money. Ja, Pangea Survival. Wir testen die Demo und ja, schauen wir mal rein. So, okay. Musik ist sehr laut. Wir können leider nicht in die Settings gehen. Ich habe schon über das Windows ein bisschen runtergedreht. Ansonsten können wir hier auf Play gehen. Wir können hier oben die Social Medias auswählen. Und ja, mehr können wir da auch nicht machen. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf Play. Wir gucken mal, ob schon Server online sind. Sind keine Server online, also machen wir einen eigenen. Wir gehen dazu. Gehen wir auf Steam? Wir lassen das mal so. Game Mode, Pangea, was haben wir noch? Nix. Map, Gondwana, Main Menü. Wir bleiben auf ja, Gondwana. Und dann Create. Dann schauen wir mal, was passiert. So, okay. Wir können jetzt hier wählen zwischen Herbivoren, Carnivoren und Menschen. Okay, können wir die schon wählen? Dann probieren wir erstmal die Menschen hier. Amanda Crimes. Oh, Tatsache. Okay, was für ein fettes Fadenkreuz. Oh, da vorne sind Dinosaurier, okay. Was haben wir da so in der Hand? Irgendwas haben wir in der Hand. Ich sehe jetzt nicht was. Kann der Mensch schwimmen? Los geht's, Amanda! Okay. Okay, das geht nicht. Also, wir schwimmen nicht. Aber wir laufen. Oh, guck mal, unter Wasser? Ah, ne. Ne, hier sind wir schon raus, okay. Also das funktioniert noch nicht. Da haben wir einen Hesperosaurus. Greift er uns an? Können wir schießen? Tatsache, ja Mann. Stirb! Er kriegt ja keinen. Trifft er den überhaupt? Komm jetzt. Headshot. Nein, 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 komm, komm. Ich will dir doch einen Headshot geben. Ah ja, okay. Sehr nice. Okay, das klappt. Ja, das funktioniert schon mal. Oh, schau mal, hier wurde was Kleines getötet. Ach, schau mal, habe ich eine Taschenlampe oder sowas hier? Irgendwie schon, ne? Oh, guck mal, ich kann den Body wegtreten. Ja, geil. Ja, Mann. Dino-Fußball. Dino-Fußball, yeah. Okay, das ist cool. Das gefällt mir. Dann kann man die später als Dinosaurier bestimmt auch wegziehen. Okay, ist schon mal gar nicht so schlecht. So, was sind das da vorne? Was ist denn das? Okay, da steht einfach nur so rum. Soll das so ein Terry sein oder was? Okay, ist nur ein Model, was in der Gegend rumsteht. War da vorhin noch so ein Dinosaurier? Ja, guck mal, da vorne. Die laufen da einfach die Berghänge hoch. Oh je, oh je, oh je. Okay. Okay. Also es sind so eine kleinere Art von Stegosaurus. Ja, man nennt sie ja auch die Bergstegos, weil ihr seht, jo, die laufen da ziemlich heftig hoch. So, ich glaube, es wird gerade ein bisschen dunkel auf dem Server, aber... Ah ja, okay, der Wetterwechsel ist ziemlich rough. Aber ist okay. So, wenn wir jetzt auf Escape gehen, passiert nichts. Ah, guck mal, über Tab. Gehen wir hier in die... Ja, erweiterte Third-Person. Ja, Vision rüber. Ansicht. Mir fehlen die Worte. Aber wir wollen jetzt hier noch einen... wollen hier noch einen töten. Komm. Oh. Okay, okay, okay. Wow, 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 wow. Also die hatten Gleichgewichtssinn, Leute. Holy moly. Ah, guck mal, ja. Zeigt sie ihr Bäuchlein. Alles klar. Okay. Aber das ist Gleichgewichtssinn, Leute. Also Körperbeherrschung par excellence. Okay, kann ich so schießen? Ich kann so nicht schießen. Also, wieder hier. Ja, Mann! Sehr nice.
Okay, das sieht funny aus. Wir treten den jetzt noch ein bisschen runter hier. Jetzt können wir ja. Ach, guck mal, wir schieben den ganzen Body. Also hier, 3 Tonnen schieben wir so vor uns her. Ist klar. Okay. Oh, was hat denn der für Füße? Aber, was hat denn der? Sage mal, es ist ein Monster! Er schießt es! Okay, okay. So, die üblichen Probleme mit Ragdolls. Also, wie gesagt, Leute, es ist eine Demo. Leider kommen wir hier jetzt nicht mehr aus dem Menü raus. Ich wüsste zumindest nicht wie. Nun gut, okay. Wir müssen auf jeden Fall jedes Mal wieder komplett aus dem Spiel raus. Also über Windows, Fenster schließen. Und ja, jetzt schauen wir mal. Also Menschen funktionieren. Und ja, Herbivoren, also wir haben eine gute Liste hier. Wir zählen jetzt einfach mal die Dinosaurier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Dinosaurier bei den Herbivoren. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 3, also 30 Dinosaurier schon in der Demo. Wir gucken uns jetzt einfach mal so ein bisschen was Unbekanntes an. Was nehmen wir da? Chimazeni, kenne ich nicht. Das ist ein Carnosaurus. Und? Ja, sieht aus wie ein Allosaurus, ne? Sieht aus wie ein Allosaurus. Kriegen wir den hier down? Ja, down ist er. Können wir ihn fressen? Nee, aber. Oh ja. Ragdoll-Probleme. Komm, wir schieben das mal ein bisschen hinterher. Okay. Also von der Grundfunktion, dass man hier Ragdolls bewegen kann und sowas, das lässt schon mal gut hoffen, dass. Ja, dass man hier Sachen mitziehen kann und sowas. Was macht er denn hier? Okay, frag mich nicht, was er macht. Haben die Calls? Okay, Calls, ja. Okay, das Gestampfe hört sich ein bisschen blöd an, aber... Boah, der Boden bebt so mit. Der Boden bebt so mit. Das ist cool. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, wir gehen jetzt mal in den Infight hier. So, du willst also in meinem Revier jagen. Wir werden dich zerstören, werden wir dich. Oh, das sieht aber größer aus als ich. Oh je. Hinfort mit dir! Hinfort mit dir! Ja, weiche! Weiche! Du kommst nicht. Okay, du bist vorbei. Okay, das war's schon. Also wir müssen sterben, um wieder hier in das Menü zurückzukommen. Hier, das war so ein Espanterias. Also das war schon großer. Alles klar, okay. Kakarodontosaurus. Nehmen wir mal. Okay, damit sind wir schon ein relativ großes Vieh. Der war ja so groß wie der Rex, ne? Okay. Ich muss sagen, die Models sind jetzt mal gar nicht so verkehrt, ne? Also die Models sind cool. Okay, der hat leider noch keine Calls. So, wir laufen mal. Ah, okay. Bäume, ich merke es direkt, Bäume sind ja auch Endgegner. Ah, ein bisschen eckig hinten. Aber, ja, ich würde mir halt wünschen, dass die Dinos so ein bisschen mehr mit der Umgebung interagieren könnten. Also, nicht nur in dem Game, sondern auch in den ganzen anderen Games, ne, dass so kleine Pflanzen einfach wegbrechen und sowas. Das wäre natürlich krass, ne? Also so ähnlich wie bei Beast of Bermuda, wo man einfach Bäume fällen kann. Das wäre richtig nice. Oh, da hinten sind Dinosaurier, da gehen wir mal hin. Ich sehe es an den Lebensanzeigen. Aber vorher testen wir noch, ob wir schwimmen können. Ah, da drüben sind auch noch welche. Okay, wir versuchen mal zu schwimmen. Okay. Wir gehen hier wieder raus. Keine Schwimmanimation für den Kakarodontosaurus. Aber wie gesagt, ist ja eine Demo. Von der Demo darf man halt nie zu viel erwarten.
Okay, ich komme schon mal einfach aus dem Wasser raus. Das ist gut. Und jetzt suchen wir uns mal so eine kleine Herde und verbreiten mal Angst und Schrecken. Ich bin ein Kakarodontosaurus. Nimm, 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 nimm. Ja, gut. Was haben wir denn hier? Styracosaurier. Und die haben Angst vor mir. Eine ganze Herde Styracosaurier. Also Leute, AI ist schon mal da, aber ich bleib hier in dem ganzen Wald. Ich bleib hier überall hängen. Aber die sehen doch eher aus wie Protoceratops, oder? Das ist kein Styracosaurus. Leute, was tut ihr denn? Ach, ich komme hier nicht durch, ohne Scheiß. Ich bleib hier überall hängen, das gibt's doch nicht. Ach, hier auch. Oh. Das, also, auch hier komme ich nicht weiter. Auch hier komme ich nicht weiter. Okay, ich gehe nochmal kurz raus, Leute. Aber Moment. Oh, guck mal hier. Hier habe ich jetzt Back to Menü. Warum geht das jetzt bei dem? Beim anderen ging das nicht. Okay, wir bleiben drin. Wir machen wieder einen Server auf. Probieren noch ein bisschen was anderes. Habe ich es gar nicht gesehen. Gibt's hier einen Langhals? Ich würde gerne mal einen Langhals ausprobieren. Oder komme ich jetzt auf keinen Server? Bis zur Rest. Okay, ich bin gleich wieder da, Leute. So, da sind wir wieder. Ihr habt gesehen, wenn man dann doch wieder zurückkommt, dann hängt sich der Server hier irgendwie auf. Das ist noch nicht ganz ausgeklügelt. So. Es gibt Diplodocus, Andesaurus, Amagasaurus, Plateosaurus. Wir nehmen jetzt mal... Andesaurus habe ich noch nie gehört. Okay. Okay, ja. Ist ganz nice. Aber was wir auch sehen, ist so Kollisionsmodell. Schau mal, wenn ich jetzt hier an den Schwanz von den Kleinen da gehe, dann knickt der weg, ne? Habt ihr das gesehen? Ja. Okay, also die werden viel mit Kollisionsmodell arbeiten. Oh cool, was ist denn das da? Komm, greif mich mal an. Was habe ich denn für Attacken? Okay, ich bin einfach ein lebendiger Fleischklops und kann mich nicht wehren. Ist okay, ich akzeptiere das. Vielleicht kann ich ja niedertrampeln. Komm mal her, du! Was bist denn du für einer? Sauro, Fagadax. Oh, ist er laut. Kann ich ihn wegschieben? Nein. Oh, ich kann springen. Ja! Attacke! Attacke! Okay. Ich kann irgendwie nichts machen. Aber guck mal, ich bekomme Schaden. Okay, er beißt auf der Seite und auf der Seite. Also auf der anderen Seite bekomme ich Schaden. Das ist mysteriös. Wo sind eigentlich meine Lebensanzeige? Oder habe ich unendlich Schaden hier? Sag mal, hat er mich gerade gehauen mit seiner Pfote? Ja, schaut mal! Der schlägt mit seiner Pfote hier. Ja, ne? Guck mal, der guckt schon ganz ängstlich. Nein, was soll ich tun? Was soll ich tun? Er wird mich fressen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hat der überhaupt Zähne? Was? Okay, eine Zunge hat's, aber keine Zähne. Alles klar. Jetzt komm, mach mal schneller hier. Irgendwelche anderen Knöpfe, die vielleicht zur Verteidigung da sind? Nein. Also nix. So, wir kippen gleich um. Ja. Alles klar. So. Ha. Okay. Das hat nicht so ganz funktioniert. So, wir nehmen mal einen Iguanodon. Oh.
gespawnt und habe ihn gleich mal. Okay, da gibt's so eine Headbutt-Schelle. Oh, schau mal. Das waren wir eben. Ah, guck mal. Ja. 10 Tonnen Lebengewicht einfach mal zur Seite geräumt hier. Ich bin ein Bulldozer-Iguanodon. Ja. Ich mach Sachen. Okay. Okay. Ah, guck mal, da ist er, der Endgegner. Da ist er, der Endgegner. Komm her. Du hast meinen Freund getötet. Diesmal kann ich mich wehren. Was schön ist, ich kann nicht so einfach durch ihn durchlaufen, aber... Schau mal. Was ist mit seinem Schwanz los? Mann. Okay, da müssen sie definitiv noch irgendwie dran arbeiten. Also das geht halt so gar nicht. Ne? Triceratops, komm, den kennen wir. Den Triceratops, den kennen wir. Okay. Ja, Ragdolls eben. Alter, der muss ich jetzt auch verarscht vorkommen, oder? Komm her, du! Moment, das ist doch kein Saurofer. Der hat... Das war Evolution, Leute! Ah, ne, guck mal, da ist er. Aber wir haben ja einen Rex dazu bekommen. Alter, macht das Schaden. Oh, guck mal, der kriegt so ein Knockback, wenn ich zuschlag. Das ist cool. Guck mal, da war ich zurück. Ja, sehr geil. Wow, und bei der Hälfte vom Leben haut der ab. Der haut jetzt einfach ab. Ich habe ihm zu viel Damage gemacht und der haut ab. Okay, also Leute, so ein paar Grundfunktionen. Also so ein paar Grundfunktionen von dem Game sind jetzt schon gar nicht mal so schlecht, ne? Also, es wird wahrscheinlich sein, dass man hier Ragdolls mittragen kann. Kollisionsmodelle haben sie eingebaut, auch wenn es noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber... Das ist schon mal ganz cool. Auch der Knockback für den T-Rex, wenn ich ihn anstoße, hier mit meinen Hörnern, der ist auch da. Also das ist cool. Auch das KI-Verhalten vorhin von den ich sag mal, Styracosauriern, ne? Wenn ein großer Fleischfresser kommt, dass sie abhauen. Das ist schon mal gut. Also das gefällt mir. Okay, das Saurofaganax, der kriegt nicht diesen Knockback. Okay, das werden die dann alles noch einstellen. Okay, das sieht ein bisschen falsch aus, Leute. Das sieht einfach ein bisschen falsch aus gerade. Was soll man sagen? Was soll man sagen, Leute? Ich mache mal hier sowas Kleines. Alles klar, sowas Kleines, ne? Ich muss aber sagen, die Models sind halt alle wirklich nicht schlecht, ne? Also ein bisschen Feinschliff noch, aber... So, alles im allem ganz cool. So, die Umgebung sieht halt größtenteils ein bisschen nach nichts aus, aber ist wahrscheinlich auch nur eine Demo-Map. Ist wahrscheinlich auch nur eine Demo-Map, von daher alles verzeihbar. Ja, okay. Den Sprung müssen sie auch nochmal machen. Und die hauen alle ab von mir, die wissen, was los ist, ey. Der kleine Tod, so nennt man mich. Der kleine Tod. Komm her, ich fress dich. Was bist du denn für einer? Yeah! Okay. Okay, dann nehmen wir zum Abschluss nochmal hier Chase Conkren. Und schießen noch ein paar Dinos über den Haufen. Okay.
Ihr hört mich schießen, aber ihr seht nichts. Dann seid ihr genauso weit wie ich. Ja, gut, okay. Leute, dann war's das erstmal, von der Demo. Was halten wir fest? Die Models sind nicht schlecht. Es gibt eine große Auswahl. Menschen funktionieren. Also man kann sie spielen. Wir sagen einfach mal, man kann sie spielen. Ja? Zumindest mal einen davon. Ja, Bewegung auch gehen einigermaßen. Calls sind auch teilweise da und hören sich gar nicht so schlecht an. Kollisionsmodell ist drin, auch wenn es noch nicht ganz ausgereift ist. Aber ich sag mal, für eine Demo echt in Ordnung. Contra ist natürlich, die Umgebung sieht sehr shabby aus einfach, also nicht so schön. Aber ist wahrscheinlich auch nur eine Testmap. Und ja klar, also es ist noch komplett unfertig einfach mit allen. Die Models brauchen nochmal einen kleinen Feinschliff. Aber das ist das geringste Problem, weil die Models an sich, die sehen schon mal ganz gut aus. Aber Bewegungen, Sounds, die Ragdolls müssen überarbeitet werden, damit sie nicht diese Spaghetti-Fäden ziehen. Und ja, und dann auch nochmal der ganze Tagesrhythmus und Schwimmanimation und dieser ganze kleine, Mist, der halt so ein Spiel dann irgendwie, der dem Spiel quasi das Leben bringt, ja. Das fehlt halt alles noch. Und eigentlich wäre ja jetzt am 20. der Release gewesen, aber es ist ja einfach so, die haben selbst gesagt, hey, wir sind noch so unfertig, wenn wir jetzt releasen, spielt das Spiel keiner mehr im Prinzip. Ja, gebe ich ihnen recht, also wenn das so jetzt rausgekommen wäre und ich hätte dafür 20 Euro hingelegt, hätte ich auch gesagt, Leute, wollt ihr mich verarschen. Also genau der richtige Schritt von den Entwicklern, da nochmal zu sagen, auch wenn ihr ein bisschen enttäuscht seid, wir müssen das nochmal nach hinten verschieben. Also die waren wahrscheinlich schon ein bisschen weiter als jetzt hier zur Demo, aber bringt lieber ein Spiel raus, wo man sagt, okay, es ist gut, aber es hat noch viel Verbesserungspotenzial, aber es ist so, wie es ist, ist es schon mal sehr gut spielbar. Macht das, Devs, ja? Das ist schon in Ordnung, dass ihr da den Release verschoben habt. Mit der Demo kann man ja schon mal so einen kleinen Einblick geben, auf was man sich dann später freuen kann. So, das war's dann aber auch erstmal von mir, Leute. Was haltet ihr so von Pangea Survival? Schreibt's mir doch mal bitte in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Bis dann, bis zum nächsten Video. Euer Manni. Ciao, ciao.